Dann lass uns doch mal reinschauen. So, also heute werden wir mindestens 2 Stunden bei Summer Car spielen, die ersten beiden. Denn letzte Woche haben wir es gar nicht gespielt. Und auch, also ich muss gestehen, meine Motivation, das Spiel gerade zu spielen, ist nicht besonders hoch. Aber ich will das nicht komplett aus den Augen verlieren. Und vielleicht ist es ja geil, wenn ich jetzt wieder loslege. Ich hätte eigentlich direkt Bock, They Are Billions auch. Aber nein, das Problem ist ja, wir verdienen nicht von alleine Geld. Das ist halt das Problem. Deswegen müssen wir auch mal ein bisschen Scheißepumpen fahren. Das ist halt einfach so. So, mich würde noch immer interessieren, was Oma eigentlich zu essen haben will. Ich weiß es nämlich nicht. Okay, also, unser Auto ist in der Werkstatt. Lass mal ein bisschen resümieren, was beim letzten Mal passiert ist. Unser Auto ist in der Werkstatt, da wird ein Käfig eingebaut, den brauchen wir. Wir haben die Reifen abgegeben, die kriegen wir neu. Was fehlt uns noch? Was fehlt uns denn noch, um Rennen zu fahren? Eine dritte Sache. Rallye-Reifen, wir brauchen den Käfig. Was brauchen wir noch? Bier. Einen guten Fahrer. Was denn Lappa? Ist Lappa jetzt das neue Kappa? Feuerlöscher. Stimmt, ein Feuerlöscher. Feuerlöscher habe ich schon angebaut. Das heißt, wir müssen eigentlich nur warten. Eigentlich muss ich nur warten. Habe ich Kippen? Ja, ich habe noch ein paar. Kennst du die Bray Skateboarding-Seite? Ja, die habe ich auch schon mehrfach empfohlen hier im Stream. Meine Lieblings-Skate-Seiten sind Bray Skateboarding. Wobei mittlerweile habe ich die ein bisschen satt, muss ich sagen. Man hat das ja immer schnell. Ne, so irgendwann hat man dann auch Leute satt. So, das muss man sich auch ein bisschen begehrt machen. Deswegen bin ich auch immer nicht so oft hier. Ja, weil sonst haben alle mich auch irgendwann satt. Und das geht nicht. Und dann gucke ich Johnny Geiger für Tutorials. Ich finde, der macht echt gute Tutorials. Ich weiß gar nicht, ist er Deutsch aus der Schweiz oder aus Österreich? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, die gucke ich. So, und gestern habe ich, bin ich Skateboarden gefahren und habe eigentlich den ganzen Tag habe ich eine Sache probiert, und zwar einen richtigen Kickflip zu machen. So, das muss ich euch nämlich gleich mal zeigen. Und das muss ich auch, Matteo, bist du eigentlich da, Matteo? Wir haben nämlich jetzt nochmal was zu erklären. Ich habe gerade gesehen, du hast geschrieben im Chat, Matteo. Telefon. Matteo, also, es gibt eine Sache, die muss ich dir mal erklären. Warte mal. Okay, geil. Meine Post ist da. Was habe ich bestellt? Ich weiß, oh fuck, 42.000, da kommen wir gar nicht hin. Und Matteo, und zwar, ja, ich kann noch keinen Kickflip. Ich zeig's dir mal kurz. Instagram Niklas Hono Behrens. Also ich habe ja gesagt hier, das ist ein Kickflip. Ist er das? Das ist kein Kickflip. Das ist ein Rocket Flip. Das Board, die Nose zeigt nach oben und das Tail weiter nach unten. Das ist kein Kickflip. Ein Kickflip ist, wenn das Tail mindestens auf die gleiche Höhe wie die Nose kommt. Und da übe ich gerade dran. Das heißt, ich kann noch keinen Kickflip, Matteo. Das heißt, die Frage ist, ob du wirklich Road to Kickflip machen möchtest oder Road to Rocket Flip. Weißt du, weil er wie eine Rakete ist. Musst du dir überlegen. Es ist halt ziemlich schwer, einen richtigen Kickflip zu machen. Habe ich jetzt festgestellt. Ich bin kurz davor, also meine laufen schon echt gut, aber sind schwer. Gewitter hier. Road to Hospital.
Ist eine Dance-Party in meinem Kühlschrank oder was? Oh. Gewitter bitte aus RL übertragen. Nee, Ingame ist ein Gewitter, Mann. Aber wenn wir heute ein RL-Gewitter haben, dann übertragen wir es vielleicht auch kurz. Gewitter? So, ein bisschen kalten Kaffee. Morgen sind es wieder 20 Grad bei uns, Leute. Morgen ist wieder kalt, richtig. Ich hab mich schon ein bisschen gewöhnt jetzt wieder an den Sommer. Schneller als erwartet. Wobei, nee, stimmt da nicht. Ich konnte nicht so gut schlafen heute Nacht. So, die Sache ist jetzt, mit welchem Auto fahren wir? Ich muss eigentlich das Auto auch noch wieder in die Werkstatt bringen. Nee, wir machen zwei Touren. Wir machen jetzt erstmal eine Pump- und Abholtour. Und dann machen wir noch, wir machen zwei Touren. Zwei Touren machen wir. Haben wir Bier? Ja. Haben wir Wurst? Nein. Wir brauchen Wurst. Ohne Wurst fahre ich nicht los. Ohne eine Notfallwurst. So. Eine muss mit auf jeden Fall. Kühlschrank muss zu. Nicht auf die Rechnung gucken. So, was will Oma denn? Kann mal jemand irgendwie im Wiki oder so gucken, was Oma zu essen haben will von uns? Und die will keinen Fisch. Niklas, spielst du mal wieder gegen Andi SC2? Auf jeden Fall. Andi und ich, wir streamen ja dieses Jahr zusammen auf der LAN. Kann mal jemand Ausrufezeichen LAN schreiben? Wie lange ist noch bis zur LAN? Zwei Wochen, drei Tage. Ach du Scheiße. Und Andi und ich werden sehr viel zusammen streamen und wir haben überlegt, wir werden auf jeden Fall auch immer so ein bisschen Versus machen. Aber so richtig dumme Versus wollen wir machen. Nicht so normale, sondern die sollen schon richtig dumm sein. So, das mal jetzt. Nur die ganz mal einfacher. Aber Andi war doch viel besser. Ja, aber ist doch, kann ich ja eine Revanche, ne? Revanche ist ja da, um zu revanchieren. Anni und ich, wir brauchen auf jeden Fall ein paar Versus-Games auch. Wir wollen aber immer richtig dumme Handicaps auch dabei haben. Ach so, wir haben ein Problem. Und zwar kann, ach nee, das erzähl ich bald anders. So, wir fahren jetzt erstmal in die Stadt. Shit, jetzt hab ich mir nicht. Wo war nochmal pumpen? Irgendwo können wir pumpen. Ist das schon wieder zu laut? Sie will Sugar Milk Sausages, gegrillten Fisch. Schon wieder zu laut. Nee, Stay hat nicht abgesagt. Daniel kann leider nicht. Uns fehlt gerade eine Regie. Und ich muss jetzt, wir müssen jetzt überlegen, wie wir das machen. Wahrscheinlich wird es in der Zeit wird's keine Regie geben. Weil mir fällt auch niemand mehr ein. Aber wir werden auf jeden Fall. Werden wir dann immer zwischendurch von Band Hü-Hü-Hü einspielen. Ist das gleiche. Ja, wir brauchen eigentlich jetzt noch jemanden. Ist jemand, der hier gerade zuguckt, der Regie machen will bei uns und das auch kann? Mach mal, vielleicht besprechen wir das Montag erstmal im Briefing. Beziehungsweise erstmal müssen wir das überhaupt teamintern besprechen.
Ich bin Anwalt und Arzt. Du schießt mir zu hoch. Okay. So, ich habe vergessen, wo wir Scheiße pumpen müssen. Ist aber egal. Wir sind in Finnland. Da ist das Leben eh nicht so gestresst. Da kann man auch mal ein bisschen vom Gas gehen. Hab Angst vor Stay. Hä, warum das denn? Im echten Leben ist Stay, ist so ein lieber Bär. Der hätte eher Angst vor uns. Außerdem, wenn er was will, dann hauen wir den um. So. Der kann nix. Dann werfen wir uns einfach alle auf ihn. So, war das hier? Nee, hier ist niemand draußen. Was habe ich bestellt? Den Rollkäfig, ne? Warum habe ich... Ich weiß nicht mehr genau, was in der letzten Folge passiert ist. Macht Stay überhaupt noch Videospiele? Der spielt doch jetzt auf seinem neuen GTA-Server. Der explodiert doch gerade komplett. Also positiv. Läuft auf jeden Fall bei ihm. Oh, stell dir mal vor, wir hatten jetzt so ein Wetter hier. Wäre irgendwie... Oh, wobei, ist mir eigentlich auch egal. Ich sitze hier drin, dann wäre eine Klimaanlage. Du hattest der Oma Sachen gebracht. Vermutung war, dass du nicht lang genug bei ihr gesessen hast. Aha. Na, wir kaufen nochmal für Oma ein. Und auf dem Rückweg fahren wir nochmal bei ihr vorbei, falls es nicht zu spät ist, auf jeden Fall. Muss ich hier pumpen? Muss mal checken. Hey, mach die Tür auf. Macht hier nochmal einen IRL-Stream mit Gino und Mutproben. Wir machen auf jeden Fall noch einen In-Real-Stream mit Gino. Aber die Mutproben, die waren ja, also diese, wir haben ja gespielt, wenn ich du wäre. Das war ja eine Strafe für Matteo und Gino. Ich habe übrigens auch immer eine Strafe offen für Matteo. Welches Spiel soll Matteo spielen als Strafe? Ne, wir können keine In-Real-Life-Strafe machen. Es geht nur, wir haben gesagt, die Strafe kann nur ein Spiel sein. Muss ein Spiel sein. Gibt es Super Seducer 3?
rein jetzt mit dem Rüssel. Wir wollen hier ein bisschen pumpen. Was war eigentlich mit Singen? Matteo will nicht singen. Den kriegen wir nicht zum Singen. Da hat er sich ja, da hat er es einfach schwer, der wollte es einfach aussitzen. Deswegen lass mal was nehmen, was er auch macht. Bibis Reiterhof, sowas vielleicht. Gibt es nicht irgendwie ein Benjamin Blümchen-Spiel oder so? Blocksberg? Bibi Blocks. Was? Okay, es gibt ein Bibi Blocksberg-Spiel. Alter, wie krass ist das denn? Das sieht ja voll gut aus. Okay. Ist das Diddy Kong Racing nur mit Bibi Blocksberg? Das ist ja der Hammer. Von wann ist denn das? 2018, das ist ja neu! Okay. Das haben wir schon mal in der Auswahl auf jeden Fall. Was ist hier los? Irgendwas stimmt nicht. Warum pumpt er nicht? Muss man jetzt Handgas machen? Ich dachte, das wäre Bonus. Okay, also wir haben schon mal Bibi Blocksberg in der Auswahl. Was gibt's noch? Gibt's ein... Ich habe gerade gelesen, es gibt ein TKKG-Spiel. TKKG. TKKG-Game. Keine weiteren TKKG-Games 2009. Ne? Scheinen sie alt zu sein. Danke. Ich glaube, also ich Bibi Blocksberg fand ich jetzt schon ziemlich geil. Was gibt's noch für andere Kinderspiele vielleicht? Was ist noch eine geile... Irgendwas mit Prinzessinnen oder so vielleicht. Irgendwie Disney-Prinzessinnen oder so. Barbie, ah, ich weiß nicht. Barbie finde ich irgendwie... Barbie ist nicht mal lustig. Die ist nicht mal irgendwie, da kann man sich mal... Also weiß ich auch nicht. Abenteuer auf dem Reiterhof. Ich glaube, die Richtung ist auf jeden Fall gut. Die wir uns bewegen. Wir könnten Matteo auch eine japanische Grafik-Novel spielen lassen.
Es gibt auch so viele Anime-Novels aktuell. Stevie und Tina, Adventures with Horses. Wieso heißt das Englisch? Ist Bibi Blocksberg nicht deutsch? Das ist doch deutsch, oder? Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen sind doch deutsch, oder nicht? Hateful Boyfriend oder sowas vielleicht. Aufpassen, dass man Graphic Novel streamen darf. Funipop ist verboten auf Twitch. Echt? Aber das heißt gar nicht Hateful, das heißt Hatoful. Hatoful? Was ist denn Hatoful? Hatoful Boyfriend? Hä? Ist das halb japanisch, halb englisch oder was? Prinzessin Lilifee kostet 3,90 auf Amazon. Boah. Auf jeden Fall brauchen wir so ein Game. Wir brauchen irgendwie so ein... Irgendwie Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen Olympiade oder so. Sowas brauchen wir. Matteo, wie findest du das? Die Richtung, in die wir uns bewegen. Ist die gut? Ist sogar noch... Was? Was? Hat schon jemand geklippt? Thank you.
driver's eye got hit by bumblebee? Ist das? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Oh, come on, ey, wirklich? Eine scheiß Hummel ist mir ins Auge geflogen. Und deswegen bin ich tot direkt. Oh, Mann. Oh. Oh. 108 Stunden.